Hey Leute, ich bin wieder zu The Legend of Zelda Twilight Princess. Wir sind in Stadt Hyrule angekommen, haben einen Lichtpunkt gefunden, den wir nicht einsammeln können, denn wir sind ja auf der Suche nach Illia und ja, das machen wir jetzt weiter. Wir gehen nämlich in Richtung Wirtshaus, weil hier führt uns die Spur hin. Thelmas Wirtshaus. So, und hier haben wir erstmal... Oh, da sitzt hier schon. Dieser Junge, ob er wohl wieder gesund wird? Nur keine Sorge, der Bote zum Arzt ist schon unterwegs. Trotzdem ungewöhnlich, ein Junge von Volk der Zoras. Ob das wohl irgendetwas mit dem zu tun hat, was der Wachsoldat geredet hat? Na schau mal einer an, ist das nicht eine alte Bekannte von dir und bemerkt dich gar nicht? Hehehe, du bist auch gemein. Der arme Junge, er wirkt so unschuldig und musste so leiden. Keine Sorge, mein Kind, der Bote zum Arzt ist schon unterwegs. Tropfen, was ist der Wachsoldat? Okay. In letzter Zeit passiert wirklich nur schreckliche Dinge. Ja, da wird davon das Gleiche nochmal erwähnt. Was geht jetzt hier ab? Wenn sie nicht zur Quelle des Lichtgeistes am Hyrule-See pilgern können, hagelt es Proteste von den Bürgern. Deshalb werdet ihr euch jetzt dorthin in Bewegung setzen. Die Stelle habe ich euch ja auf der Karte gezeigt. Alles klar? Hey, seht euch die Karte gefälligst genau an und merkt euch, wo ihr hin müsst. Ja, da müssen wir hin. Wir sollen herausfinden, warum man den Lichtgeist an Hyrule-See nicht besuchen kann. Befehlt von oben, verstanden? Ja, das ist der See. Also wir sind da, das heißt, wir müssen da raus, wir müssen da runter. Und ja, das können wir machen. Also ich denke mal, das ist meine Aufgabe, oder? Alles andere wäre ja abstrakt. Was sagst du dazu? Der Wachsoldat meinte, wir können nicht zur Quelle des Lichtgeistes gehen. Was soll das bedeuten? Wenn der Lichtgeist irgendwo am Hyrule-See ist, müssen wir auf jeden Fall zu ihm. Ja, das würde ich auch mal sagen. Minikarte. Kann ich da rauszoomen? Nein. Okay, ja, wir gehen mal raus. Ich meine, hier ist jetzt nicht mehr so viel zu erledigen. Gut, was machen wir denn jetzt? Was ist der Plan? Ich glaube, wir müssen... Können wir jetzt hier runter? Ne, es sind immer noch ganz viele Leute im Weg. Okay. Wobei, da müssen wir auch ganz schlank. Wir müssen den anderen Weg runter. Also wir müssen natürlich zum See. Wir müssen ja den Geist finden. Ne? Das ist ja eigentlich immer unsere erste Aufgabe. Erstmal wieder menschlich werden. Und die Leute von der Finsternis befreien. Und dafür müssen wir hier raus. Ich hoffe, dass wir da schon lang, oder? Können wir da schon lang, oder hätten wir noch irgendwas vorher machen müssen? Ich gehe einfach jetzt mal da vorne gucken. Ich glaube, da müssen wir lang. Ist der Weg versperrt? Wenn ja, dann haben wir ein Problem. Das werden wir aber jetzt sehen. Aber warum? Könnte es sein, dass er versperrt war? Ich weiß es nicht mehr. Das weiß ich echt nicht mehr. Okay, da sind auf jeden Fall Felsen im Weg. Da komme ich schon mal nicht lang. Hahaha, den greifen wir einmal an. So, mal gucken. So ein langer Weg. Ja, jetzt sind wir da. Also, Hyrule-Brücke. Also, wir sind hier auf jeden Fall richtig. Oh, nun ist ja nichts mehr im Wasser. Das ist ja nichts mehr. Ja, gehen wir mal gucken. Da müssen wir auf jeden Fall hin. Wie komme ich denn nochmal runter? Hey, riecht das hier nicht irgendwie komisch? Heftiger Kerl.
Die Brücke brennt. Mist, jetzt sitzen wir in der Falle. Nichts wie weg hier. Ich glaube, schieben. Wey! Stimmt. Hyljasee. Gut. Puh, das war ganz schön knapp. Ohne dieses Pfützchen wären wir erledigt gewesen. Das ist also der Hyljasee. Bisschen wenig Wasser findest du nicht. Die Quelle des Lichtgeistes muss auch hier irgendwo sein. Schauen wir uns mal um. Gut, wir suchen die Quelle des Lichtgeistes. Hier ist ein Wasserquelle vielleicht. Nein. Okay. Aber oh. Es kommt überhaupt kein Wasser mehr herunter. In unserer Zora-Höhle muss irgendwas passiert sein und von dort aus wird die gesamte Umgebung mit Wasser versorgt. Aber wir kommen mal nur zurück zur Höhle am Oberlauf. Im Moment kann man da noch nicht einmal zu Fuß hin. Ja, das ist schlecht. Das Wasser schwindet. Unvorstellbar schnell. Wenn das so weitergeht, ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis der Hyljasee ausgetrocknet ist. Das ist auch schlecht. Leute, macht doch mal was. So, oh, Herzen, ne? Ganz verkehrt. Hier sind jetzt nur Herzen drin, das wäre irgendwie langweilig. Okay. Wir müssen. Wo müssen wir hin? Das ist die Frage. Wir gehen erstmal vorne zum Haus, weil da ist auch noch ein Geist, den wir anlabern können, oder? Der guckt grimmig. Hier läuft wirklich gar nichts mehr. Der schwimmende Freizeitpark von Tobi und Dumus liegt nun schon auf dem Grund des Sees. Das Wasser in den See geht immer weiter zurück. Was haben die Zoras am Oberlauf des Flusses nur gemacht? Oder hat dieser Lichtgeist, der hier verehrt wird, den See verflucht? Und ich konnte noch nicht einmal zu ihnen gehen, um mich zu beschweren. Das liegt jetzt viel zu weit oben. Was ist das? Ein Gast? Pa, was ist denn das für ein Ungeheuer? Oh, stimmt da, ne? Wartet. Soll ich erstmal. Können wir erstmal da hochgehen zum Lichtgeist? Oder. Ist das noch nicht drin? Ich glaube nicht, ne? Okay. Ja, das ist da ganz oben. Da komme ich auf gar keinen Fall hin. Okay. Das heißt, wir kämpfen jetzt mit denen hier. Ah, der haut ab, oder? Haut er nicht ab? Tudu. Hab ich doch gewusst. Weg ist er. Ne, ist er gar nicht. Er will kämpfen. Er ist zu weit weg. Wo will er denn hin? Und greifen, greifen, angreifen, angreifen. So, zack. Müssen wir warten und warten und warten. Ja, der dreht noch eine Runde. Kein Problem. Und greifen. Angreifen! Buschen snacken. So, dann haben wir ihn. Zack. Komm, steh auf und bist tot. Finish him. Nice. Hey, ganz brav, ist das schon gut. Von nun an bin ich dein neues Frauchen. Hey, mit dem kommen wir in Handumdrehen zur Quelle des Sees. Ja. Hätte sie ja früher machen können, ne? So ein, zwei, Kreaturen mal übernehmen. Aber okay.
Dum, 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 dum. Ich weiß gar nicht mehr. Ja. So, warte. Oh, wow. Aha, okay, ist umgedrehte Steuerung. Okay, cool. Schneller weg hier. Bisschen nach oben. Bisschen nach oben. Bisschen nach oben. Muss ein bisschen schneller werden, damit wir uns nicht treffen. Okay, komm. Ich weiß gerade gar nicht, da müssen wir lang. Okay. Schneller. Schneller, schneller. Fliegen wir mal ein bisschen tiefer. Zack. Also, wenn wir getroffen werden sollten, dann fallen wir runter und müssen den ganzen Spaß nochmal machen. Ich weiß auch gar nicht, ob das so war, wenn wir irgendwo gegenfliegen. Dum, dum, dum. Wow, beruhig dich. Wow, okay. Da oben ist das Ziel. Das Ziel, wir sind so nah und doch so fern. Komm schon, das ist aus dem Schlüsselloch. Gut, geschafft. Puh, schön, beim ersten Versuch. Kann noch einiges schief gehen. Oberlauf Zora-Fluss. Und wir sind schon echt lange als Wolf unterwegs, ne? Oh, sind wir etwa schon da? Dieser Flattermann ist ja richtig zu etwas zu gebrauchen. Also dann, wo leben denn nun diese Zoras? Lass sie uns doch einfach mal suchen. Mann, ist das kalt. Beil dich ein bisschen. Schuscher kalt. So, da sitzt wieder einer. Eine. Was in aller Welt machen diese Zoras eigentlich? Der Fluss ist völlig ausgetrocknet. Was kann da nur passiert sein? Das kann ich aber kaum arbeiten. Ist das kalt? Ach, wenn es doch nur etwas wärmer würde. Ja, dann schon mal dran gedacht, einen Pulli anzuziehen. Pfosten. Oh, da komme ich nicht hin. Das war jetzt nicht so clever, oder? Kann ich jetzt so erstmal hier rausgehen. Das ist ein Eiskristall und nicht hier. Ah, doch, hier war ich richtig, okay. Und hier ist halt so Freeze. Also galt. Ja, das Problem haben wir als Wolf nicht, ne? Würde ich mal sagen. So. Ja. Midnight ist. Oh. Spiegelung. Coole Spiegelung. So. Zora-Höhle. Ja, und da ist irgendwas eingefroren. Oh Mann, was ist denn hier passiert? Hab gerade gedacht, es ist kalt hier und ist doch tatsächlich alles zugefroren. Hier müssten doch eigentlich die Zoras wohnen, oder? Aber man sieht gar keine von ihnen. Na los, sehen wir uns zumindest mal um. Suchen wir diese Zoras. Ja, machen wir das. Ist der da? Zack, haben wir dich. Ah, da ist noch einer. Da ist irgendwo noch einer. Wo denn? Naja, egal. Von hier aus können wir nach oben. Probieren wir es. Zack. Gehen wir einfach mal hoch. Dalip, dalip, dalip. So. Aber wir sind noch nicht ganz oben, ne? Wo? Beruhig dich. Ich kann auch vorbeigehen. Okay. Alles cool. Ich kann auch weitergehen. Ach, ich konnte aber auch da irgendwie lang gehen, oder? Ne, kann ich nicht. Okay. 1, 2, 3. Ich bin runtergefallen. Okay. Warum bin ich jetzt runtergefallen? Ich hab's irgendwie verpasst. Hab ich hier schnell genug gedrückt? Kann das sein? Sag ich jetzt. Okay, das ist echt nichts. Gut.
Warum? Also, ich habe gesehen, dass da was runtergefallen ist, damit ich nicht weitergegangen. Okay. Okay. Diesmal habe ich nicht gewacht und bin runtergefallen. Also bald haben wir alle Eisnieten unten und dann können wir da easy hochgehen. Gut. Dann alle guten Dinge sind drei. Nein, ich will mich nicht warpen. Ich wollte, dass du mich da. Ach komm, mit einer. Danke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, sie war oben. Ja, ich besiege mal eben. Vielleicht gibt es mir was. Nee. Ja, hier ist auch nichts. Da unten kommen wir auch noch nicht lang. Das heißt, wir gehen einfach mal hier jetzt straight rein. Weil das ist immer das Zuhause zu raus, ne? Und mal gucken, was uns hier dahin erwartet. Gegner. Fett. So, den siegen wir einmal. Zack, zack. Ach komm. Ah, Link, 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 Link. Ist an der Wand hängen geblieben. Jetzt aber. Easy going. Also jetzt haben wir ein neues Warp-Portal. Danke. Jetzt gibt es hier auch ein Portal, dann können wir endlich warpen. Wenn du mal frische Luft in der lichten Welt schnuppern willst, sag mir einfach, bringe ich dich hin. Yes, danke. Ja, und die Zoras allein gefroren. Hey, das sind doch die Zoras. Aber sie sind ja alle nur, was für denen passiert? Alles Fischstäbchen. Und was machst du? In diesem Zustand können wir die doch nicht sich selbst überlassen, oder? Was, wenn du, sollen wir sie nicht wenigstens auftauen? Aber hier fällt mir nicht ein, wie wir das machen sollten. Vielleicht können wir ja besser nachdenken, wenn wir woanders wären. Es gibt jetzt auch ein Portal hier. Wir können also jederzeit zurück, wenn wir etwas finden, womit wir das Eis schmelzen können. Ja, Midna. Einmal bitte porten. Wir müssen, ich glaube, das war hier, ist das Sebor? Todesberg, ja. Wir müssen zum Todesberg. Weil beim Todesberg gibt es einen heißen Stein. Und mit diesem heißen Stein kann man Eis schmelzen, ne? Verstehe? Alles voll die komplexen Logiken hier, so. Da. Dieser Stein ist ja immer noch hier und anscheinend ist er immer noch ziemlich heiß. Warpen. So. Und den warpen wir jetzt da hoch. Easy. Und damit warpen wir unseren Stein. Sehr unspektakulär, meiner Meinung nach, aber cool. Alles cool. Und damit retten wir die Zoras aus dem ewigen Eis erstmal. Vielleicht erschlagen wir auch ein, zwei mit diesen Steinen, aber ey, sonst alles cool. Vielleicht auch nur ein bisschen. Ich meine, die waren direkt da drunter, ne? Das explodiert auch voll heftig. Und ja. Da fließt das Wasser wieder. Da fließt es. Ich weiß nur, beim allerersten Mal spielen, ey. Da hat es echt lange gedauert, bis ich das rausgefunden habe. Ich glaube, da hat Midna nicht diesen Tipp gegeben, auch mit diesen Warpen. Unglaublich, wofür man so einen heißen Stein alles verwenden kann. Findest du nicht?
Also dann, den Zoras ist fürs Erste geholfen. Gehen wir. Schließlich ist das Eis gebrochen. Da dürfte auch Wasser in Hylia-Seen sein. Also können wir auch zu diesem Lichtgeist, oder? Ja. Ja, den geht's an der gut. Hier war doch irgendwo der König? Ne, der König ist gar nicht dabei. Ja. Die sind jetzt alle völlig egal. Wir wollen einfach nur zurück. Zurück. Warte bitte. What? Ich danke dir, dass du unser Volk und diese Quelle, die Hyrule mit Wasser versorgt, wieder zum Leben erweckt hast. Ich bin Lucida, die Herrscherin dieser Zora-Höhle und die Königin unseres Volkes. Wir haben das nicht unbedingt gemacht, weil wir euch helfen wollten oder so. Unsere Höhle wurde von Wesen der Finsternis überfallen und ich wurde als Warnung für unser Volk von ihnen hingerichtet. Du, der du die Gestalt eines stolzen Tieres angenommen hast, ich habe eine Bitte an dich. Als wir überfallen wurden, bat ich meinen Sohn Ralyas, nach Schloss Hyrule zu gehen und Prinzessin Zelda zu unterrichten. Nun fürchte ich, er schwebt in großer Gefahr. Dass diese Furcht nicht unbegründet ist, fühle ich einfach, ich spüre ihn immer weniger. Und nun habe ich noch nicht einmal mehr ein Leben, das ich für ihn opfern könnte. Ich bitte dich, stolzer Held, Held in Gestalt eines Tieres, du musst Prinz Ralyas helfen. Wenn du das tust, werde ich dir die Gabe des Wassers verleihen. Damit erlangst du die Fähigkeit, dich wie ein Zoras unter Wasser frei zu bewegen. Bitte hilf meinen Sohn. Sie sagt, wenn du ihnen hilfst, erlangst du die Fähigkeit, wie ein Zora im Wasser zu tauchen. Was tun also, großer Held? In der Gestalt eines Bestie kannst du den Prinzen doch nicht unter die Augen treten. Falls solltest du ja, bevor du dieses Land für die Welt des Lichtes zurückbordern. Ja. Krass, habe ich total vergessen. Aber sie wurde umgebracht von den Kreaturen der Finsternis. Heftig. Heftig. Unerwartet, auf jeden Fall. Puh. So, auf jeden Fall alles wieder voller Wasser. Das ist schön. Das Wasser hat so schnell angefangen zu fließen und jetzt wird der Strom anscheinend noch stärker. Das fließt jetzt bis zu Hyrule-See. Warum lässt du dich nicht einfach mit der Strömung treiben? Ja, das werden wir auch machen. Wenn ich hier hoch gehe. So, zack, dann bin ich ja vorne noch voll cool aufs Podest. So. Mir voll cool runterspringen, Assassin's Creed Style. Gut, Leute, ich würde sagen, dann machen wir aber auch erst im nächsten Part weiter. Ich hoffe, ihr schaltet da wieder ein. Bis dahin und ciao. Castimits.